Hallo und herzlich willkommen hier auf dem Midi Benny Channel. Wir kümmern uns heute um das Destiny 2 Charakterpaket. Und außerdem schauen wir uns nochmal das Destiny Crossover Waffenpaket an. Aber bevor wir das tun, öffnen wir mal im Animus Shop die Gratis-Überraschung. Seit dem 6. Dezember können wir hier immer eine Gratis-Überraschung abholen. Und das machen wir jetzt auch. Mal schauen, was da rauskommt. Bin mal gespannt. Okay. Bleib hier, ich kümmere mich darum. Fafnirs Hörner habe ich bekommen. Also das habe ich noch nie gesehen. Das Monturen-Set kenne ich überhaupt nicht. Ich kenne nur Fafnirs Speer. Den bekommen wir von Erik Treuschädel. Ein Drängenmir. Den können wir in Norwegen besiegen. Und mit dem zweiten Charakter. Danke für deine Unterstützung. Du hast mir einen Gefallen getan. Danke. Habe ich die Apuchi-Maske bekommen? Wenn du dich dafür interessierst, kannst du auf dem MidiBenny-Channel nochmal nachschlagen. Ich habe das Ausrüstungsset schon komplett auf Video auseinandergenommen. Okay, im Hintergrund siehst du alles, was du wissen musst über die wöchentlichen Ausschüttungen. Über die Lootbox, die wir einmal die Woche öffnen können. Und so sieht das aus. Fafnirs Hörner im Detail. Kannst du dir anschauen? Dazu wird das fantastische Waffenpaket empfohlen. Wahrscheinlich gibt es auch noch irgendwann ein fantastisches Charakterpaket. Habe ich nicht gefunden. Ich habe nur das Waffenpaket gefunden. Also vielleicht ist mir irgendwas rausgeschleudert worden, was ich eigentlich gar nicht haben darf. Also Fafnirs Hörner und Fafnirs Speer. Den Speer bekommen wir von Erik Treuschädel aus Norwegen, den Drängnir. Den müssen wir dort besiegen und dann bekommen wir den Speer. Okay, das waren meine beiden Belohnungen diese Woche. Fafnirs Hörner und Apuchi Maske. Dann kümmern wir uns zunächst um das Destiny 2 Charakter Crossover Paket. Alle Hintergründe habe ich dir hier im Hintergrund eingeblendet. Dieses Video von der Destiny 2 Twitter Page sieht auch sehr gut aus. Und diesmal hat Ubisoft sogar ein kleines Teaser-Video hergestellt und das Paket auch vorgestellt. Das letzte, woran ich mich erinnern kann, war Final Fantasy und Assassin's Creed Origins. Da gab es so eine Zusammenarbeit, glaube ich, mit Square Enix. Und Bayek hat eine eigene Mission bekommen, wo wir dann auch eine Waffe und ein Schild bekommen haben. Wenn dich das nochmal interessiert, kannst du das hier auf MidiBenny Channel nochmal schauen. Im Hintergrund könnt ihr also das Destiny 2 Charakter Crossover Paket sehen. Ich switch mal alle Teile durch und dann schauen wir uns das gleich mal genauer an. Und zwar als Gameplay. Wir schauen uns an, ob das Ganze hier reinpasst in Assassin's Creed oder ob das überhaupt gar nicht geht. Du hast es sicherlich gesehen, es gibt zwei Versionen. Einmal Lord Shax und einmal eine Version 14 Heiligen. Und dazu bekommen wir noch ein Wolf. Und ein Raben, der eher so aussieht wie ein Adler. Die Werte sind natürlich nicht immer gleich, aber das variiert nur ganz wenig, wie man hier sieht. Statt Rüstung 62 oder 60, dafür ist irgendwas anderes herabgesetzt. Gut, so schaut das aus im Dunkeln. Oder abends, Lord Shax hat mehr so orange Strukturen mit Grau. Aber man hat auch nicht das Fell vergessen. Pentagon und Hexagons sind natürlich auch dabei. Als Struktur, Oberflächen. Und Kapuze und sowas sehen wir natürlich auch nachher. So hier so eine Rotation. Und dann laufen wir mal ein bisschen damit. Also hier ist nichts Auffälliges. Und beim Sliden, Rutschen, Springen, alles ist okay. Also wir haben nichts Voluminöses an der Taille wie bei manch anderen Charakteren. Das gefällt dir wohl ganz gut. Ja, ihr habt es gesehen, es gibt keinen Bogen. Jetzt kannst du dich allem stellen.
Und ich habe jetzt nichts gefunden, was dazu passt, außer Nordons Bogen. So ein ISO-Bogen, Nordons Bogen. Ja, den kann man da vielleicht noch ganz gut zu ausrüsten. Und dann kann man wir uns um die 14 Heiligen Version, die ist eher so mit Lila und hat irgendwie ja zwei goldene Lätzchen vorne und hinten. So hier so ein paar Impressionen und diese Lätzchen, die sehen sehr seltsam aus. Ich mag die überhaupt gar nicht sehen von hinten, aber das können wir nachher nochmal genauer anschauen. Hier sieht man nochmal so einen Bogen, das passt gar nicht zur Montur. Also da ist besser Nordons Bogen. Und hier mal so mit Herbsthintergrund, finde passt überhaupt nicht zusammen. Hier so einer sterilen Umgebung sieht das okay und gut aus. Aber dieses Lätzchen vorne ist okay. Und wenn man so eine Rotation macht hier mit Tag-Nacht-Meditation, dann leuchtet der Schlitz. Zeig mir, was du anzubieten hast. Ja, dann kümmern wir uns um die Begleiter, um den Wolf. Und der sieht mal richtig geil aus. Schaut euch das an. Also wenn euch jetzt das Charakterpaket nicht gefällt, dann kauft euch ja vielleicht mal die Begleiter einzeln. Oder vielleicht habt ihr ja auch mal Glück bei Reda. Ja, Jallarhorn hier als Vogel oder als Rabe. Ich finde, das sieht schon so, hat ein bisschen was vom Adler. Hat irgendwie von beiden etwas. Ganz toll strukturiert. Schön. Aber auch künstlich, ne, muss man mögen. Spähe für mich in die Ferne, Sühnen. Ja, wir checken mal ein paar Impressionen aus. Und hier eine Close-Up-Charakter-Rotation. Da wird alles nochmal ganz scharf und detailliert dargestellt. Also ich weiß nicht, wie es euch geht. Also ich finde, der Kopf sieht schon sehr nach Adler aus. Offiziell ist es aber ein Rabe. Schick, also wirklich gut. Gefällt mir sehr. Jallarhorn. Rabe und Jallarhorn Wolf. Den Wolf schauen wir uns jetzt mal genauer an. Und so sieht der Wolf aus. Als Gameplay-Model. Und das sind die Sounds. Die klingen etwas blechern. Okay, das hört sich etwas blechern an, wie aus einer Blechbüchse. Und dann genießen wir noch ein paar Jallarhorn Wolf Gameplay Impressionen. Und dann kümmern wir uns um das Jallarhorn oder Jallarhorn Großschwert. Dieses Großschwert kann ein verheerendes Geschoss abfeuern, das sich in kleinere, aber ebenso zerstörerische Sprengkörper aufteilt. Wir müssen dazu die Fähigkeit Thors Rache ausrüsten und außerdem das Großschwert in der Haupthand tragen. Es ist auch eigentlich ein Zweihänderschwert, also jetzt bei den neuen Charakterpaketen ist es oft so, dass wir für die Spezialeffekte auch eine Spezialfähigkeit ausrüsten müssen, um den Effekt auch sehen zu können oder genießen zu können. Hier habe ich
das Großschwert in die Haupthand ausgerüstet, aber dazu noch ein zweites Schwert. Und das funktioniert nicht. Deswegen nochmal alles ganz langsam. Wir rüsten zunächst erst Thors Rache aus. Gut. Hier findet ihr Thors Rache. Wir können ja nochmal die Animationen sehen. Okay, das ist so ein Spezialschlag. Ja. Und da haben wir es. Da hast du den Spezialeffekt gesehen. Man muss ein bisschen Abstand halten und warten, bis der Effekt komplett aufgeladen ist. Das könnt ihr ganz gut bei dem Supercut sehen, den ich euch jetzt hier zusammengeschnitten habe. So wie immer, Bruder. Fleisch! Ein Sesam. Anhalt! Dein Schicksal ruft! Dann kümmern wir uns um das Dornenschwert. Das hat als Spezialeffekt etwas, was alle nutzen können. Also auch wenn du die Fähigkeiten alle noch nicht gefunden hast. Also Giftschaden wird erhöht und ist besonders ansteckend. Das ist ein Effekt, den man so im Spiel auch überall bekommen kann. Also das muss ich jetzt nicht besonders vorstellen oder zeigen. Deswegen holen wir uns jetzt das Destiny 2 Waffenpaket und schauen uns an, was da alles so drin ist. Ein Speer, ein Schild, eine Sense und wieder ein Kurzschwert. Aber hier gibt es auch wieder einige Fähigkeiten, die wir ausrüsten müssen. Welche das sind, das zeige ich euch jetzt hier. Wir fangen an mit dem Speer, dem Glitzer-Blitzer-Speer, Arcus Akrobat heißt es. Der Speer wird mit Arcus-Energie aufgeladen und fügt bei jedem Treffer Bonusschaden zu. Dieser Speer erzeugt Lichtbögen, wenn er einen Gegner trifft. Ja, das Ganze funkelt und blitzert ziemlich übertrieben. So als Standbild geht das Ganze noch, aber ansonsten ist das schon sehr heftig. Und für mich too much. Und das schauen wir uns jetzt nochmal hier als Gameplay an. Also diese Blitze treffen den Gegner. Und ich wechsle auch mal in die andere Hand. So mit Schild. Und blocken. So, da haben wir das Blitzen sehen. Christus wird uns beistehen. Jetzt wechseln wir nochmal und blocken mit dem Speer. Jo, das passiert also. Und das war's auch. Und jetzt kümmern wir uns um den Sentinel-Schild. Schlage deinen Gegner bei der ersten schweren Angriffskombo mit deinem Schild. Und wenn du alles richtig machst, hast du hier diesen lila Spezialeffekt. Und auch das gucken wir uns als Gameplay an. Ja, zunächst passiert nicht besonders viel. Ich
ich dir das Rückgrat. Wahrscheinlich habe ich keine Combo, aber jetzt habe ich ein Combo. So, und hier sehen wir noch mehr, woraus das Frame entstanden ist. Hier haben wir einige Kombos und Lila-Effekte. Sieht cool aus. Also macht ordentlich was her. Also Ubisoft hat hier ein bisschen was ins Paket gelegt, was du auf jeden Fall sofort nutzen kannst. Und einige Sachen, ja, da brauchst du eben die Fähigkeiten für. Ich denke, das ist fair. Und dann schauen wir uns nochmal ein letztes Mal ein Combo an. So, da haben wir sogar beide getroffen. Das war also Sentinel-Schild. Und so sieht es ganz im Detail aus. Schick. Destiny 2 Sentinel-Schild. Dann machen wir weiter mit den, ja, oder mit der tödlichen Klinge. Das ist eine Sense. Erhöhe den Schaden von Axtwut. Die Treffer von Axtwut rufen einen Blitzfrost hervor, der Flächenschaden verursacht. Also den Effekt sehen wir nicht direkt an unserer Sense, sondern an der Axt, die geworfen wird. Also die Sense selber sieht nicht so cool aus, finde ich. Also hat natürlich irgendwie was Basices, Abgefahrenes, Destiny-mäßiges, aber viel zu groß, übertrieben groß. Und ich probiere das Ganze jetzt hier mal aus und ja, mit dem Sensen-Gameplay kann man nichts Besonderes feststellen. Hier ist nichts, außer dass sie extrem groß ist. Und jetzt rüsten wir Wurfaxtwut aus. Und das passiert dann. Also mit der Sense sind die Axtwut dann als Frostversion und fügen Flächenschaden als Frost dazu. Dann kümmern wir uns um die Dämmerungsklinge. Auch hierfür brauchen wir wieder einen Spezialeffekt, also eine Fähigkeit, und zwar sengender Schlag. Und wir müssen den schweren Schlag ausführen, damit wir was sehen können, und die Klinge in die Haupthand nehmen. Also es soll ein Sonnenenergie-Geschoss geschleudert werden. Aber zunächst rüsten wir sengender Schlag aus. Damit entzünden wir die Klinge und sie brennt. So, ich probiere das Ganze aus und ja, bis jetzt habe ich noch kein Geschoss gesehen. Ich soll aber auch das Ziel anvisieren und das probieren wir jetzt auch nochmal aus. Also ein schwerer Schlag, aber... Auch diesmal ist kein Geschoss zu sehen. So, ich werde es weiter probieren, so lange, bis es mir gelingt und ich weiß, wie man das macht. Also ich glaube, hier bin ich zu dicht dran. Ich muss mal ein bisschen mehr Abstand nehmen. Das habe ich hier. Aber hier passiert auch nichts. Dann werde ich mal ein bisschen warten. Da war was. Abstand, ein bisschen aufladen und warten. Und hier kann man das sehr gut sehen. Jetzt ist es mir gelungen. Hier ist also das Geschoss. Ja, das war's auch schon. Ich verabschiede mich hier schon. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag auf YouTube. Bis dann. Tschüssi. Auf dass es dir da draußen dienlich ist. Auf bald. Komm etwas später wieder.